Hallihallo und ein herzliches Willkommen zur zweiten Folge von Asterigos Curse of the Stars und dann auch ein herzliches Willkommen auf dem Kanal Alles Furchtbar Kommentiert mit mir, dem Daniel. Ja, wir haben beim letzten Mal schon mal Bossy, die große Wildsau, hier erlegt. Die stärkste Sau in ganz Elfis angeblich. So stark war sie dann doch nicht, was die Bücher so gemunkelt haben. Dann können wir jetzt nämlich hier einen anderen Weg einschlagen. Ja, und unser erster Eindruck aus der ersten Folge, den könnt ihr natürlich auch auf dem Kanal nochmal nachschauen. Wir haben uns hier schon so ein bisschen umgeguckt, ein paar einfachere Gegner gefunden, ein paar etwas schwierigere Gegner, also die Sau hat schon mal gefunden, die ein bisschen mehr Hitpoints hatte. Und ich bin gespannt, ob wir irgendwann hier nochmal was bekommen. Also man sieht es hier schon, dass das dampft so ein bisschen, das ist dann wohl so eine Art Vergiftung. Wenn man durchläuft, bekommt man Schaden. Ja, und ob wir da irgendwann mal einen Gegenstand finden, der uns da einfach durchlaufen lässt, ohne dass wir Schaden nehmen. Ah, da haben wir auch wieder einen Gegner. Ein Goldstück. Wir werden heute mal die Dolche ein bisschen ausprobieren. Die haben wir nämlich noch gar nicht verwendet. Genauso wie zwei weitere Waffen auch noch, oder drei Waffen. Die haben wir beim letzten Mal erst alle bekommen. Hier geht es jetzt wieder zum normalen. Ach ja, hier ging es, glaube ich, zu dem... Genau, zu dem Stein hier zurück. Und... Achso, nee, andere Richtung müssen wir gehen. Genau, andere Richtung müssen wir gehen. Dann gehen wir jetzt nämlich mal den Baumstamm entlang, von dem wir letztens abgesprungen sind. Und gucken mal da, was sich dahinter verbirgt. Also, ich weiß nicht, ob die Sau jetzt schon ein erster richtiger Bosskampf war. Vielleicht so ein Tutorial-Bosskampf, das kann natürlich sein. Weil wirklich viel konnte die ja wirklich nicht. Was sind das eigentlich für Viecher? Oh, hab ich den gerade? Okay, eigentlich war das anders gedacht. So. Mal eben eine ganze Gruppe ausradiert, ohne dass der Kollege hier hinten Wind von mitbekommen hat. Bringen wir ihn gleich wieder zurück zur Familie. In den Olymp. Oder wo auch immer diese Viecher dann wieder respawnen. Habe ich aber gar nicht aufgepasst. Ich glaube, der untere blaue Balken hier hat sich doch jetzt wahrscheinlich ein bisschen geleert durch den Einsatz der Fähigkeit. Ich dachte mir schon, der Baum schaut ein bisschen stumpf und morsch aus. Zum Glück haben wir einen Hammer. Ach, das ist ein Shortcut. Genau, hier war ja dieses Häschen da, was wir in der ersten Folge zwischenzeitlich gefunden hatten. Kann ich es töten? Ich kann es töten. Will ich es töten? Es ist so süß. Könnte so ein Bonusvieh sein. Okay, wir hauen mal drauf. Bleib da! Gut, dass man gar nichts sieht hier. Morgenstern-Elixier. Wichtiger Gegenstand. Oh Mann. Warum muss ich denn jetzt so Viecher umhauen, die so süß sind? Das ist doch gar nicht mal so lustig. Können wir nicht einfach wieder diese schwarzen Viecher umhauen? Die sehen ein bisschen bedrohlicher aus. Hört sich nach dem Boss an. Gierzahn, der Verschlinger. Ein bisschen vorgestellt wie bei Monster Hunter. Okay, alles klar. Ich glaube, das mit dem Boss ist wohl doch jetzt... Ja, das ist hier ein Boss. Mit Schnabbi das große Krokodil? Ja, ich habe schon gesehen, dass der Schwanz da so wedelt. Was macht er da? Er macht einen Bauchklatscher. Oh, ja, er wandelt auch auf zwei Beinen.
Ah, seitlich, seitlich, genau, seitlich. Der steckt aber lange da in der Wand. Okay, wird Zeit für einen Heiltrank. Ist er wütend? Er ist wütend. Ich gehe dir ans Leder. Aus dir mache ich ein schönes Paar Alligator-Schuhe. Ja, seitlich, seitlich, seitlich. Aquaknabe, kann er auch. Hat er bei Pokémon aufgepasst. Mach mal einen Heiltrank. Das war knapp. Looks like it dropped a weapon. Es hat eine Wasserwaffe fallen lassen? Was? Wo hat es eine Waffe fallen lassen? Da steckt was. Es hat ja auch... And the others must have come this way. Perfect. At least I'm on the right track. They must have already entered Aphis. Tagebucheintrag, gigantisches Krokodil. Müssen wir bei Gelegenheit mal durchgehen. Ja, es sind doch die einfachen Bosse, merkt man, ne? Also, der konnte jetzt nicht so mega viel. Aber er hat auf jeden Fall schon mehrere Fähigkeiten gehabt. Die man an das Spiel wird im Laufe der Zeit eher schwieriger werden. Wir haben jetzt wieder Attributspunkte. Ah ja, ich denke, wir können da jetzt erstmal so in den Angriff reingehen. Bei uns haben wir genug, um nicht direkt aus den Latschen zu kippen. Muss ich jetzt alles erstmal so durchskillen? Staubfängerin? Erhöht die Menge an Sternstaub, die fallen gelassen werden, wenn ein Gegner besiegt wird. Und Schatzjägerin. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Gegner seltene Materialien fallen lassen. Allerdings verliert ihr mehr Sternstaub, wenn ihr sterbt. Okay. Hat also auch negative Effekte. Was sind denn das? Bonustalente? Ja, sieht so aus. Fertigkeiten haben wir noch keine neue bekommen. Außer die Universalfähigkeit. Da hoch? Wie soll ich denn da hochkommen? Ach, sie kann klettern. Damit wird die Frage auch beantwortet. Aber was habe ich denn jetzt für eine Waffe bekommen? Oder war das jetzt einfach nur ein Questgegenstand? Weil ich dachte, ich hatte alle. Sie hatte doch schon gesagt gehabt, wir hatten alle. Ui, schöne Aussicht. Das muss Aphis sein. Ich glaube, wir haben es aus dem Tutorial rausgeschafft. They must have found a way to get in somewhere around here. Da gibt es auf jeden Fall einen. Ja, ein Lagerfeuer, was kein Lagerfeuer ist. Aber ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. Ich bin auch gespannt, ob man sich irgendwann so Heiltränke kaufen kann. Weil ja, wir haben zwar momentan jede Menge. Aber es kann ja schon auch sein, wenn das Spiel irgendwann ein bisschen schwieriger wird. Was ist das? Ein Grab? Grab der Nordwindlegion. Auf dem Grab befinden sich verschiedene Ausrüstungsgegenstände der Nordwindlegion. Ausgehend von den Namen, die auf ihnen geschrieben stehen, handelt es sich um die letzte Ruhestätte von Haftor und Gunnarsson. This is a Northwind Legion grave. From the looks of it, it was dug recently. Hathor and Gunnarsson. I don't know why you were buried here, but may the wind guide your souls. Hmm.
Judging by its direction, I should be able to get into the city from here. Wow. What a terrifying magical aura. Even the forest is filled with strange monsters I've never seen before. And if that's the case, the city must also be... No, don't think about that. I need to focus on completing my mission. Es geht auch nur in eine Richtung. Moment, aber da hinten liegt da was? Ja. Ein Silberstück. Was das Spiel auf jeden Fall sehr schön macht, ist, dass es uns erstmal so langsam heranführt und alle möglichen Elemente des Spiels uns jetzt gerade nicht überfordert, sondern wirklich erstmal so ganz langsam hier reinfinden lässt. Their last report just mentioned someone living in Aphis. There hasn't been any word from them since. I'm really worried about them. Hopefully the Northwind can guide me to my father's tomb. Please. I'll do anything. Die Sachen kann man nicht zerstören. Das ist noch nicht so ganz offensichtlich, welche Sachen man kaputt machen kann und welche nicht. Wir könnten aber eigentlich hier mal nochmal Waffen wechseln. Wir haben jetzt ja schon mal das Schwert und den Dolch und den Speer schon getestet. Wir könnten, den Hammer hatten wir auch schon. Der Stab, den könnten wir nochmal dazu packen. Mal gucken, was der taugt. Ah, das ist eine Fernkampfwaffe. Tagebuch eines Ausreißers. Dieser wertlose Kerl, Marble, der macht doch nichts anderes, als das Kriegsrecht durchzusetzen. Wer weiß, ob er vorhat, Aphis allein zu regieren. Kann er uns von Asterigos befreien? Wenn ich mir anschaue, in welchem Zustand sich das Volk befindet und wie die Armee die Kontrolle über jegliche Gebiete verloren hat, dann würde ich sagen, dass Aphis für immer verloren ist. Glücklicherweise habe ich schon vor langer Zeit Vorbereitungen getroffen. Ich werde diesen verfluchten Ort verlassen. Also Seepferdchen ist wohl nicht. Was mir aber auffällt ist, wir haben hier einmal so ein, ja, so ein Fischsymbol hier auf dem Boden. Ich meine, ich habe schon mal was gesehen. Vielleicht lernt sie ja irgendwann schwimmen. Oder ist es einfach nur ein Zeichen, so nach dem Motto, hier geht's lang. Was man hier aber auf jeden Fall merkt, ist, dass es hier ein Indie-Spiel ist an einigen Objekten. Die sind jetzt davon... Also hier die Säcke zum Beispiel, oder die Kisten auch, oder die Wandtexturen. Das ist alles, sag mal, Budget angemessen, würde ich jetzt mal behaupten. Wie auch immer es ausgesehen hat. Aber es ist tatsächlich das erste Spiel des Entwicklers, von Acme Studios heißen die, glaube ich. Ach, ich muss hier wahrscheinlich runterhüpfen. Das ist der Kniff von der ganzen Sache. Achso, ich hätte natürlich auch klettern können. Da ist eine Leiter. Na gut. Habe ich nicht kommen sehen. Es ist auf jeden Fall so düster hier drin. Ups, öffnen. Ah, wir öffnen. Das sieht nach der Stadt aus. Scheint auch nicht so zu sein, als wenn hier ganz viele Sachen hier rausploppen aus den Gegenständen, die ich kaputt habe. That energy is different from what I've seen before. Is it some sort of magic? What the? Let us out of here! Why can't we leave? The Archon has ordered that anyone who wants to leave Aphis must undergo strict investigation. I didn't spread the magic curse! I have a past and proof of assets. You have to let me leave. I do not. You need to reapply for the pass. So go to the plaza and go. Help! Monster! Someone just turned into a monster! What? He has started and he can't. And then he suddenly.
Edge magic? Is it something that happened in Aphis? Could it be related to the curse? There are so many incredible phenomena here. Es passieren Dinge hier auf jeden Fall mal. Na, guck mal an, da steht einer. Der sieht auch schon kampfbereit aus. Weiß er, dass ich komme, oder warum steht er da schon seit geraumer Zeit so kampfvorbereitet? Hallo, Kollege? Stop right there. Wait, are you from Aphis? And from the looks of you, you're with the Northwind Legion, but a child. You know of the Northwind Legion. Have you seen any others? No time for that now. You're coming with me. Oh, alles klar. Okay, er ist wohl scharf drauf, ein Kind zu verprügeln. Er ist auch wirklich stark. Eieiei, okay. Okay, er erfordert ganz viel Ausweichen. Eieiei, ouch, 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 ouch. Der tut doch weh. Okay, ich glaube, dem letzten muss man seitlich... Der letzte muss seitlich. Oh, er wirft ein Schild. Ach, heie. Er wirft sein Schild. Jetzt ist sein Schild auf jeden Fall mal weg. Treffen lassen sollte man sich echt nicht. Ach, das ist der Ausweichen ist nicht gut. Da zieht man hier ordentliche Points ab. Also wenigstens habe ich jetzt auch mal ein bisschen Schaden gemacht. Oh, das ist gar nicht mehr so klug, hier jetzt da Sachen reinzuballern. Er hat eine andere Waffe. Ja, holla. Okay, er hat auch... Eieiei. Okay, er hat jetzt ein langes Schwert. Er ist noch geiler geworden. Ich bin doch seitlich ausgewichen, heuch! Jetzt ist aber auch mal gut hier. Ich muss erst mal ein bisschen die Heilung tickern lassen. Einfach. Das ist ja ein Fiesling. Da spiele ich mir die Seele aus dem Leib schon jetzt da und dann gibt er mir einfach so eine mit. Is she really a Northwind warrior? Looks like she's just a child. She also had this order on her, Mistress.
my interruption. She's wearing that necklace. Very well. Let me examine her to check her magic synergy. We need to talk, Outsider. Huh? What is this place? By the North Wind, you all look... strange. Just who exactly are you? Are you Ephesians? Yes, we're Ephesians. Aristoi, to be precise. And it was I, Minerva, who gave the order to capture the North Wind Legion's men. Fortunately for me, you're the one we encountered. It seems this is the fate the three have bestowed upon us. What are you going to do to me? And what's an Aristoi? Easy now. Aristoi only means that we are of the noble class. What's your name, child? Hilda. Hilda. You came in the name of your country's royal house to look for Commander Harold, yes? You went through my things? Calm yourself. There's more. I conducted a magical detection test on you. That's how I know you're no ordinary scout. You're also Harold's daughter. You... take that as an admission. Moving on, then. There's something I'd like to discuss with you. Roxanne, replay the echo. Yes, mistress. Human, as luck would have it, I'm looking for your new friend. No, not luck. I came for you. It's comforting to see you out and about, but please, stop any contact with Harold. It's of vital importance to me. Look at what you've made them do. Stop it, human. You brought chaos to the city. That is my intention. They are excellent in combat and make highly effective pawns. I plan to achieve my goal with the help of these outsiders. You're willing to destroy everything for your own agenda? Such hypocrisy coming from you. You know full well that this city is nothing but a fading illusion. Yes, a few soldiers die, but so what? Anyone who tries to stop me must hang. You go too far, human. Release those outsiders immediately. Your actions will bring danger to all of us. Pathetic. Do you honestly think I can be dissuaded by your scorn and raised voice? Our relationship is long, Harold. And as for Harold, he will not listen to you. He has no choice but to do what I ask. What's more, the outsiders are completely at my mercy. Is there any argument more clear? You can't help Harold, and you know it. He will not listen to you. To a certain degree, he is more tenacious than even me. Time is up. I've said all I am going to say, and I'll be taking my leave now. And Minerva, I think it would be best if we don't see each other again. Human! Father! What's the meaning of this? Simply put, your father's legion met with danger. The Echo Stones record events that have happened in this city. They are the pure, unadulterated truth. Any questions? Oh, also es ist so Skyrim-mäßig, ich kann jetzt auch noch hier Texte machen. Also es gab wohl irgendeine Art Konflikt oder Streit. Und ja, dann werden wir uns hier mal durchfragen, nach den Geschehnissen in der Stadt fragen. Oh, es ist gar nicht alles vertont hier. Ihr denkt vermutlich, Aethys sei ein verfluchtes Ödland, aber das ist nicht wahr. Es gibt noch viele Menschen, die versuchen, ein normales Leben zu führen. Es gibt Bürger, Soldaten und sogar örtliche Schlägerbanden. Allerdings können wir aufgrund der Magie die Stadt nicht verlassen. Warum? Das müsst ihr nicht wissen, oder besser gesagt, ihr werdet es bald erfahren. Was ist hier mit der Nordwind-Legion geschehen? Die Banden in den schwarzen Straßen beobachten sie seit ihrer Ankunft. Die Streitachse nimmt gern Fremde gefangen, die sich in die Stadt wagen, und benutzt sie für ihre Zwecke.
Eure Legion ist entkommen, steckt aber nun noch größere Schwierigkeiten. Hat das etwas mit diesen Eumenides zu tun? Ja, alle Probleme haben wir mit ihm etwas zu tun. Und wer ist es? Wer ist dieser Mann namens Eumenides? Es klingt so, als würde mein Vater freiwillig mit ihm zusammenarbeiten. Was hat das zu bedeuten? Er hat einen Fluch über die Stadt gebracht und uns zu dem gemacht, was wir sind. Er hat es ganz allein aus der ganzen Stadt angetan? Aber soweit ich weiß, ist Aphis seit 1000 Jahren verflucht. Das heißt, ihr? Es ist genau wie ihr vermutet. Wir leben seit 1000 Jahren in diesem leidgeprüften Körpern. Moment, ihr lebt schon seit 1000 Jahren? Das ist unmöglich. Kurz gesagt, Eumenides ist zum jetzigen Zeitpunkt zweifellos Aphis schlauster und gefälligster Feind. Er hat das Pflichtgefühl eures Vaters gegenüber dem Thron ausgenutzt, um die Legion zu manipulieren und wollte verhindern, dass ich eine Möglichkeit zur Aufhebung des Fluches suche. Warum will er euch aufhalten? Welches Motiv hat er dafür? Was genau ist der Fluch und wie könnt ihr ihn loswerden? Ich verstehe, dass ihr schockiert seid, aber könntet ihr mit diesen Fragen warten? Warum? Ich habe doch gar nichts Persönliches gefragt. Ich weiß, dass ihr mir noch misstraut, aber ich kann euch nicht alles völlig vertrauen. Ich kann euch nicht völlig vertrauen. Ihr müsst zuerst euer Ansehen hier verbessern, bevor wir offener miteinander sein können. Meint ihr nicht auch? Ja, und mehr haben wir nicht mehr zu sagen. Oder nicht mehr zu fragen. So not only was my father threatened by this Eumenides, but he was also manipulated into doing his dirty work? But they just came to investigate Aphis. How did it end up like this? Is that so? As I see it, your people shouldn't have come here in the first place. I won't harm anyone in the Northwind Legion. However, the best thing for everyone is for all of you to leave as soon as possible. If you're willing to work with me, we may be able to end this disaster with the fewest casualties. What do you think? If it means my father and fellow soldiers will be safe, I'm willing to do whatever it takes. I see. Well then, on behalf of all the adherents here, I welcome you. For now, you can rest a while. You may also speak with the others here and get your gear and weapons in order. Once you're ready, come find me, and we'll discuss our plans for working together. Talent. Ab sofort könnt ihr auswählen, welche Talente ihr entwickeln wollt, um bevorzugte Waffen und Fähigkeiten zu meistern. RB oder LB rotiert die Talentscheibe, um die Talentbaumseite zu wechseln. Die Zuflucht. Dies ist die Zuflucht, eine von den Anhängern kontrollierte Region. In diesem Spiel ist sie ein sicheres Gebiet. Sprecht mit jeder Person in der Zuflucht, um mehr über Aphis zu erfahren. Minerva, die Anführerin der Anhänger. Minerva ist die Anführerin der Anhänger. Sie vergibt wichtige Missionen über die Kriegstafel, die euch einen Überblick über die Situation in allen großen Regionen von Aphis verschaffen. Das heißt, wir haben wahrscheinlich auch noch Nebenquests. Können so ein bisschen wie beim Witcher sein, so anschlagtafelsmäßig. What do you think of the shelter? It's a solid base. I'm all ready now. Good. Then come. Let's talk about our deal. What's there to talk about? Your goal is to find Harold and ask the Legion to withdraw. My goal is lifting Asteragos, the curse that has haunted this city for 1,000 years. Fortunately, I have a few Echo Stones here that Bion has collected. They're all conversations related to your father. With these echoes, we can deduce where they've been and what they're planning. However, you won't give me them for free, right? Indeed. Until I can guarantee you won't cause any threats to the adherents, I plan to use these as a bargaining chip. Without the adherents' help, you cannot possibly find traces of them on your own in this city. All right, it seems I don't have a choice. At least I'm interested in you all and this city. Your curiosity truly is extraordinary. Is there anything else you'd like to know? If not, we can get down to business. Okay, mit dem Dialog würde ich sagen, verabschieden wir uns mal aus der Folge. Ich muss mal einen kleinen Break machen. Wir sind schon wieder über das Folgenende hinaus. Beim nächsten Mal werden wir, denke ich, noch mehr über Aphis, die Stadt, den Fluch und so weiter erfahren, kommen vielleicht auch hier raus, können uns auch mal die Talente der Waffen dann anschauen. Also es gibt jede Menge noch zu entdecken in dem Spiel. Ja, vielleicht habt ihr auch Bock mit mir oder mit uns hier das Ganze noch weiter zu bestreiten. Würde mich freuen. Ich bedanke mich für euer Interesse, fürs Zuschauen und ja, wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Ja, und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin, macht's gut. Ciao.